Hi, schön, dass ihr hier gelandet seid. In der derzeitigen Ausnahmesituation haben wir gezwungenermaßen ein bisschen mehr Zeit zur Verfügung, um zum Beispiel zu lesen. Aber wie machen das denn jetzt blinde Menschen? Um euch das zu erklären, habe ich heute 5 Möglichkeiten mitgebracht und bleibt auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dran, dann erfahrt ihr, wer der Sponsor des heutigen Videos ist, verknüpft mit einer super coolen Aktion, von der auch auf jeden Fall ihr profitiert. Ich verrate euch dann auch, was mein Lesefavorit ist und mein aktuelles Lieblingsbuch. Also dranbleiben und los geht's! Beginnen wir mit der vermeintlich offensichtlichsten Methode, der Blindenschrift. Brailleschrift, Punktschrift, es gibt viele Bezeichnungen dafür, ist aber alles dasselbe. Und sie funktioniert so. Aus einem System von 6 Punkten. Die werden von oben nach unten durchnummeriert. Punkt oben links ist die 1, unten rechts ist die 6. Und je nachdem, welcher Buchstabe jetzt gezeigt werden soll, sind bestimmte Punkte ausgestanzt, für euch hier grafisch dargestellt, ausgefüllt. Und ein A zum Beispiel ist, wenn der Punkt oben links ausgefüllt ist. Ein B ist Punkt 1 und 2 und ein Y zum Beispiel ist Punkt 1, 3, 4, 5 und 6. Vermeintlich übrigens deswegen, weil die Blindenschrift langsam aber sicher ausstirbt, weil sie von anderen Methoden, die ich euch gleich vorstelle, eingeholt wird. Ich bringe mir das Braillesen nach und nach selbst bei, zum Beispiel durch Medikamentenpackungen, aber es hapert ein bisschen an meiner Übung und deswegen bräuchte ich für so ein Buch wahrscheinlich 5 Jahre. Zudem sind die Bücher übrigens auch immer sehr dick, also man hat nicht einfach nur ein Buch in der Hand, sondern einen ganzen Ordner. Ist für mich jetzt nicht so das beste Leseerlebnis und daher leider auch nicht mein Favorit. Wenn man bereits Ausgedrucktes lesen möchte, wie zum Beispiel eine Zeitschrift, dann gibt es die Möglichkeit, dafür eine App heranzuziehen und die fotografiert das Ganze, formatiert das und mithilfe des Screenreaders, ich erzähle euch gleich, was dieser Zungenbrecher bedeutet, wird das Ganze dann vorgelesen. Bei mir funktioniert das mal besser, mal schlechter und teilweise wirklich eher mal schlechter und deswegen frustriert es mich an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen. Jetzt sind wir genau da angekommen, wo die Blindenschrift abgelöst wird und dieses Tool nutze ich jeden Tag, um Nachrichten und Mails zu checken, um auf Internetseiten rumzusurfen oder auf Social Media gehen zu können, verwende ich meinen Screenreader. Mit Kamera zu sehen. Bild. Seite 2. Y-Official, es gibt gerade so viele Gründe, warum wir mit richtig hängenden Mundwinkeln durch den Tag gehen. Auf meinem Smartphone ist der automatisch mit drauf, dann nutze ich VoiceOver. So kann ich mein Handy komplett barrierefrei nutzen und das funktioniert so, dass mir all das vorgelesen wird, was ich mit meinem Finger berühre auf dem Touchscreen. Das, was ihr also seht, wird mir vorgelesen, auch durch eine synthetische Stimme, die verbessern sich aber immer mehr und dadurch wird mir der ganze Text vorgelesen, auch eure Nachrichten. Ich bekomme ganz oft Nachrichten auf Instagram von euch, dass ihr hofft, dass mir das jemand vorlesen kann. Ist gar nicht nötig, wie ihr seht, denn ich kann es mir selbst vorlesen lassen. Das Ganze funktioniert auch auf dem Laptop oder Computer. Da gibt es auch verschiedene Sprachprogramme, die man haben kann und das funktioniert auch nach demselben System auf dem Computer oder Laptop. Entweder arbeitet man noch mit der Maus und dann wird einem das darunter Erschienene vorgelesen oder man arbeitet rein mit Tastenbefehlen. Funktioniert super, sofern die ganzen Sachen und Seiten barrierefrei sind. Y-Fischer sagte, erwischt Gesicht mit großen Wetteln in den Augen, Emoji. Oh Mann, ich glaube, ich muss mir da was eingestehen. Ellipse, Gesicht ohne Mund, Emoji. Ich gucke viel zu. Ich weiß, die quasselt ganz schön schnell, die Stimme. Aber ich muss sagen, ich bin mit der Zeit ungeduldiger geworden. Ist so ein Phänomen unter Sehbehinderten und Blinden. Aber ganz ehrlich, ich nutze noch bei weitem nicht die schnellste Geschwindigkeitsstufe. Ich glaube, meins ist so bei 75-80%. Eine weitere Option ist es, wenn man nach Tage- oder wochenlanger Quarantäne kein Gesprächsthema mehr hat, der Fernseher mal ausbleiben soll und man vielleicht ohnehin dasselbe Buch lesen möchte, sich doch gegenseitig mal was vorzulesen. Okay, also einen Nachteil hat es bei mir persönlich leider. Ich schlafe immer schneller ein, als ich wollte. Ein bisschen blöd ist hierbei auch, dass man nicht einfach dann beliebig weiterlesen kann, wenn man denn gerade Lust dazu hat, sondern auch auf die andere Person angewiesen ist und darauf, dass die auch wissen möchte, wie denn die Geschichte weitergeht. Du, wollen wir weiterlesen? Nee, das geht bei mir heute nicht. Dieses Problem gibt es bei der mir liebsten Lesevariante nicht. Ein Hörbuch hören. Dabei kann man entweder einfach nichts tun und sich entspannen, aufräumen, putzen, es sich auf dem Balkon bequem machen und es stört ja auch dann nicht, wenn man Kopfhörer benutzt und sich durch die Stimmen professioneller Sprecherinnen in fremde Welten entführen oder mit Fakten versorgen lassen. Vor einigen Jahren schon habe ich mich auf die Suche nach einem barrierefreien Hörbuchanbieter begeben und Audible entdeckt. Seither ist das eine riesige Bereicherung für mein literarisches Ich, da ich somit jederzeit und überall das hören kann, was ich gerade hören möchte.
Audible ist nicht nur Plattform, sondern auch Produzent von Hörbüchern, Hörspielen oder auch Podcasts und hat sich für die derzeitige Ausnahmesituation etwas Besonderes überlegt und eine Auswahl aus verschiedenen Genres getroffen, die wir bis zum 19.04. kostenfrei herunterladen können. Dafür braucht ihr gar kein Audible-Konto zu haben. Der Login funktioniert auch durch eure Amazon-Daten oder ihr registriert euch kostenfrei. Die heruntergeladenen Inhalte stehen natürlich auch noch nach Ablauf der Aktion für euch zur Verfügung. Ich muss sagen, ich habe von dem Ganzen auf jeden Fall schon Gebrauch gemacht und habe mich in ein Hörspiel verliebt, Glashaus von Christian Geilus. Ich finde, das ist so gut produziert, mega gut vertont, richtig spannend und ich möchte das euch auch gerne empfehlen. Und wie cool wäre das denn, wenn wir hier alle zusammen dasselbe Hörspiel hören und uns darüber in den Kommentaren austauschen können? Oder solltet ihr noch ein anderes Hörspiel, Hörbuch, einen Podcast entdecken, der euch besonders gut gefällt, dann kommentiert das auf jeden Fall auch mal. Entweder hier oder auf Instagram unter meinem aktuellen Posting, das parallel zu diesem Video hier auch dort kam. Und ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören und Zuschauen. Alle wichtigen Links findet ihr natürlich in der Infobox. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne mal einen Daumen oben da und ansonsten Glocke aktivieren, Kanal abonnieren und bis zum nächsten Video. Ne? Tschüss. Bis dann, tschüss. Das ist eigentlich gar nicht meine Verabredung.